Ja, die Errungenschaft wurde ausgiebig zelebriert und damit sind wir zurück bei unserem, bei meinem Let's Play für euch, Deponia 2. So, Verschlag. Was ist hiermit? Da haben wir was drin. Ein Taucheranzug. Und wieder zumachen. Sehr schön. Was haben wir sonst noch hier? Eine Lampe. Eine schnöde Kerze? Oh. Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Ja, aber Feuer haben wir nicht mehr. Nein. Aber die Kerze können wir mitnehmen. Den Wasserhahn, der müsste jetzt wieder aufgetaucht sein. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Ja, Haken. Was haben wir denn da? Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Ah, das ist vom Kran, der... Ja, ja, okay. So, schauen wir jetzt mal bei Donner Goal vorbei. Verdammt, zu für meinen Geschmack. Okay, und ich vermute mal... Ich finde schon mal einen anderen Weg. Wir haben die typische Deponia-Erfolgsmusik im Hintergrund laufen. Klingel, funktioniert die eigentlich mittlerweile? Ja, sie funktioniert. Das wird lustig. Was? Kommt da jetzt einer raus, oder was? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Nein. So. Okay. Ja, den Haken, den möchte ich irgendwie nehmen. Nehmen. Das muss ein ganz... Nimm ihn doch, bitte. Das ist eine Angel für Menschen. Na dran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Hey, Bozo. Endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Bozo. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an, ich bin ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Boah. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. No. Nur zur Sicherheit. Die ist doch zu. Warum sagst du ihm das nicht? Vielleicht kann er uns mit dem Kran helfen? Ich probiere mal was. Tu das. Ich suche schon mal Deckung. Ach, Kingers. Wieso können wir das Wasser anklicken? Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu poolen. Ach. Das hat mir die letzten 3 Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Aha, also. Der Hinweis ist eindeutig. Was genau hast du vor? Ich wollte mich mal unter Wasser umschauen. Vielleicht gibt's da ja noch eine zweite Luke. Meinst du nicht, dass du lieber den Tauchkran benutzen solltest? Immerhin sind in den Anzug Bleigewichte eingenäht. Du meinst, die würden mich noch mehr runterziehen als deine tollen Ratschläge? Was genau? Ich wollte mich mal unter Wasser umschauen. Vielleicht gibt's... Meinst du nicht? Moment, was ist dann... Du meinst die... Ja, was ist mit dem Haken? Dann kann er uns wieder hochziehen. Passt. Ist ein Ding, wa? Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Natürlich. Also, wie geht der denn in den Tauchanzug? Boah, ist das eine Brühe.
Okay, von hier unten sieht es gar nicht mal so dreckig aus. Von hier unten sieht es richtig nett aus. Was haben wir denn hier? Schlauch. Schlauch? Hä? Was ist das? Was war das? Knopf. Okay, das könnte jetzt vielleicht nicht mehr funktionieren, weil ich die Schläuche abgezogen habe. Moment, vielleicht nochmal drauf tun? Hallo Inventar! Hallo! Ich kann das Inventar nicht öffnen. Oh nee. Das waren doch wohl hinten jetzt nicht gerade unsere Delfine, oder doch? Schlauch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauch-Level wie in Teil 1. Ja, und was nu? Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauch-Level wie in Teil 1. Ja. Aber hey, wir könnten Schlauch Wasserhahn. Ja. Der Schlauch ist zu kurz. Oh. Dann verbinden wir die beiden eben. Mit einem klassischen Wasserschlauch, Seemannsknoten, genau. Langer Schlauch. Ist ja das Logischste auf der Welt. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Aber was machen wir jetzt mit dem Schlauch? Okay, naja, gehen wir mal in den Kutter. Goal und der Doktor, was sagen die denn dazu? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was steht denn da jetzt drauf? Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Hä? Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Dichtmasse? Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. So hat es auch geschmeckt. Da sind nur noch Reste. Tatsächlich? Ja. Was ist dann aus... Sei mal nicht so... Ja. Ich hab schon also nehmen können wir es nicht. Okay. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! Okay. Hallo, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend! Was schade, dass es bald vorbei ist. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Goal wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du Rufus, ich weiß nicht... Vertrau mir, das wird ein Kinderspiel. Können wir ja sonst irgendwas nehmen. Das Radar, nein, 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 nein. Okay, also der Topf wird auch wohl eine Bedeutung haben. Ich würde mir jetzt gerne was ausprobieren. Und zwar die Krawall-Goal. Dring! Oh, na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Jetzt nochmal raus. Und was passiert, wenn wir jetzt den Klingelstreich machen? Das wird lustig. Boah. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Aber wofür? Was denn? Rufus? Hast du das? Nein. Rufus! Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Oh. Das wird ja immer lustiger. Nochmal. Gleich nochmal. Dinge sind drei. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Das ist doch mal klar. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir sind immer noch nicht weiter. Die Klingel, Tauchanzug, Taucheranzug, wieso? Taucherhelm, Taucheranzug, wieso haben wir denn jetzt hier was?
Wieso kann ich das denn auch noch anklicken? Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Aha. Aha. Moment. Wir haben unten die Fische gesehen. Er hat jetzt gesagt, die Vogelscheuche für Vögel. Vielleicht könnten wir auch unter Wasser irgendwas für diese komischen Fische. Jetzt mit dem Gesicht? Wahrscheinlich sollen wir jetzt ein Abbild von Rufus. Moment, dazu brauchen wir aber... Moment, ist der Topf noch heiß? Das Bigosch war furchtbar. Das so. Nee, sagt er nicht. Also, ausprobieren. Der Topf ist ja noch heiß. Tatsächlich. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Hier. Nicht anzünden, genau. Ich meine, einzuschmelzen. Genau. Zack. Jetzt wieder raus. Und jetzt machen wir einfach einen Abdruck. Ja. Das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Oh, bin ich clever. Also der Abdruck ist ja wie gemalt. Kein Wunder bei dem dankbaren Motiv. Und das jetzt mit dem Helm? Was soll denn das darstellen? Na was schon, das ist mein Stunt-Double. Gestatten Ray Coulson. Stunt-Double? Du hast doch nicht etwa Angst vor Delfinen, oder? Ich und Angst? Da kann ich doch nur drüber lachen. Haha. Moment mal. Was für Delfine, Jen? Psst, Ray Coulson. So kann ich den Anzug auf jeden Fall nicht runterlassen. Er ist zu leicht. Ja, ich bin zu leicht. Schon eben nicht. Warte! Ich mache meine Stunts eh lieber selbst. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür es gut sein soll, dass wir unten die angeblich bösen Delfinen dann verscheuchen, aber... Verscheuchen? Wir könnten vielleicht... Ja, er sagt ja, der ist zu leicht. Also? Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Ja. Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ja. Ach, dafür! Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. So, jetzt den Abdruck da rein und ich glaube, wir sind dem Ganzen ein großes Stück näher. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. So, und abwärts. Hey, Boso! Hey, Rufus, was liegt an? Ja, lass das Ding mal ab. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Woher wissen die das? Klar, die sprengen jetzt von unten das Ding auf. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Gut, das heißt, bereit wir... Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Ja. Schwupp. Ist natürlich total selbstverständlich, dass der Tauchanzug noch komplett ganz ist nach der Explosion. Und jetzt... Oh, wie geil. Luke. Tada. Grin. Nein! Wie lange... Eine Qualle. Was, die gibt wieder Gas? Oh.
Was? Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Ausreichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Boah, sieht das geil aus. Wow. Boah, sah das geil aus. Ach, das... Wie kommt denn jetzt Doc hier hin? Rufus, wo warst du nur? Das ist der Biber? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Tja, es... verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Goals mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Errungenschaft freigeschaltet. Hussa! Wochenendarbeit. Okay. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Okay. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu... Okay, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht den Krankenwagen. Okay, ihr hört ihn doch. Ja. Hier wird eine Wohnung frei. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahn. Ja, okay. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Katze on the Marsch. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach,
Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Dir auch viel Glück. Warum sind die alle so gegen Rufus? Ich verstehe das nicht. Frosch. Schnabeltier. Ein kleines süßes Schnabeltier. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Okay. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht Okay. Fliege, was haben wir denn da? So, raus da mit dir. Oh. Warum habe ich... Was ist, wenn wir den benutzen? Oh Gott, jetzt ist die Fliege auch weg. Und wir sind... Nein, wir verwandeln uns in die jeweiligen Tiere, die da drin sind. Wie geil ist das denn? Janosch. Okay, kann ich nach da hinten? Der Organon. Nein, was ist das? Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Und da lachen ja die Hühner. Okay. Okay, was ist, wenn wir den benutzen? Ein Frosch? Wir kommen... Ach, es ist das Schnabeltier da. Aha. Okay, das funktioniert also nicht. Moment, aber jetzt hier, der Transporter ist ja frei, das heißt, wir müssten ja theoretischerweise jetzt als Rufus dahin kommen, oder? Und ja, genau. Hoch. Hallo. Na, wie sieht's aus an der Front? Rufus, endlich. Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Was ist mit denen? Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Der Organon ist in der Überzahl. Ja, solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Okay. Was haben wir denn da oben? Können wir mit ihr reden? Nein. Okay. Was haben wir da? Jetzt ist der Frosch auch weg. Was nu? Das hat doch irgendwas mit diesen ganzen Tieren auf sich. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Nee. Und wenn wir den jetzt hier nehmen, gehen wir jetzt als Fliege wieder? Ja, genau. Jetzt ist das Schnabeltier weg. Essen Frösche nicht normalerweise? Genau. Moment. Frösche essen doch Fliegen. Vielleicht? Aber auch nur vielleicht. Das ist die obere gewesen. Moment, ausprobieren. Wieder runter, hier rein. So, jetzt die Fliege. Warte. Die Fliege muss ja auch da sein. Moment. Mmh.
Jetzt ist die schon wieder hier. Mann, ey! So, raus damit. Warum? Nein. Als Schnabeltier war ich in... Oder? Nee, als Frosch? Oh Gott, mein Süß. Aber ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Okay, andersrum. Wir müssen das anders machen. Wir müssen... So, du bist da. So, dann hole ich mir jetzt den Frosch zurück. Ich gehe nochmal auf Ursprung zurück. So. Und zwar... Ne, warte mal. Freunde, ich glaube, ich bin im Moment ein wenig Matsche im Kopf, weil ich habe noch nichts gegessen. Ich spiele hier schon, glaube ich, marathonmäßig lange das Spiel und irgendwie... So, jetzt bin ich wieder die Fliege und der Frosch ist weg. Und wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich jetzt wieder als Fliege da und alle sind... Ne, jetzt ist das Schnabeltier wieder weg. Hm. Ja, und als Frosch komme ich hier nicht raus. Da. Probieren wir es so. Kingers, ich verstehe das nicht. Freunde, ich mache hier Schluss. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Damit hoffentlich mehr Erfolgen. Bis dahin, NRW 18. Adieu.